Diese Baumwolle hier werde ich nur mit Luft anzünden und in Flammen setzen. In einem Gas hängen die Größen Volumen, Druck und Temperatur zusammen. In dem Kolben wird die Luft zusammengedrückt, der Druck steigt an, aber auch die Temperatur. Dadurch wird die Temperatur so hoch, dass die Baumwolle sich alleine entzündet. Im Dieselmotor benutzt man das gleiche Prinzip. Das Gemisch aus Luft und Diesel wird zusammengedrückt, die Temperatur wird so hoch, dass es zur Explosion kommt, ohne Zündkerze.